Hallo, ihr lieben Meditierer und Uta-Friends. Hier sind wir wieder, Ramathirsa und ich, Surabhi. Und wir dachten, heute zeigen wir euch mal, wie es hier so aussieht, wenn es leer ist. Im Uta-Institut. Im Uta. Und dafür drehe ich die Kamera so um. Und wir sind hier in der Rezeption. Hier ist der Blick auf den Hof. Ja, und hier seht ihr die leere Rezeption. Und jetzt gehen wir mal mit euch nach oben. Den Weg kennt ihr ja. Oh, selbst der Brunnen ist aus. Nicht. Was ist das denn? Das ist ja wirklich seit Ewigkeit nicht gewesen. Und dann gehen wir hier kurz an der Buddha Hall vorbei, auch leer. Und gehen hoch. Meetingraum. Ja, und hier ist Baschus. Auch leer. Ich glaube, wir haben jetzt alles geputzt. Bis zum geht nicht mehr. Und ja. Hier sitzen wir jetzt, der Ramathirsa und ich. Ja, zu Hause. Zu Hause ist es leer. Und wir dachten, wir erzählen euch einfach mal ein bisschen, wo wir gerade so stehen, was wir so machen, wie es uns so geht. Und ja, Ramathirsa, wie geht's dir denn so? Was machst du? Was machen wir? Okay. Na, es ist, dieser Kontrast ist eigentlich unheimlich groß. Ja. Auf der einen Seite ist da diese Stille in dieser Stadt, dann ganz deutlich diese Entschleunigung zu spüren, die wabert in der, liegt in der Luft und auf der anderen Seite, und das genieße ich sehr. Und dann gibt es diese ganz andere Seite, wo ich quasi tagsüber hin und her springe zwischen Handy, Computer, Telefon, Meetings und so weiter. Also diese ganze Hektik, wie habe ich das genannt, Do the Needful, wo wir Anträge stellen, wo wir Kurzarbeit stellen, wo wir mit Mitarbeitern reden, wo also einfach so viele Kleinigkeiten und Details, das sind immerhin 4 Firmen, die wir hier quasi auch die entsprechenden Gelder beantragen müssen und so weiter. Also voll die Aktivität, und dann in dem Moment, wo man innehält, merkst du, dass diese Stille sich wieder ausbreitet und im ganzen Feld spürbar ist. Ja. Und dieser Kontrast ist manchmal auch anstrengend, weil 1000 Details, die zu berücksichtigen und die man im Kopf haben muss. Wir machen unsere Meetings vom Krisenstab die meiste Zeit über Zoom-Meeting, also über Internet. Und ja, ist also eine unglaublich intensive Zeit. Und ja, und die Mitarbeiter sitzen natürlich auch alle zu Hause, die meisten, außer ein ganz paar, die eure E-Mails beantworten und machen Kurzarbeit und versuchen auch mit der Situation klarzukommen. So wie ihr wahrscheinlich auch. Also ich mache zum Beispiel jeden Morgen Yoga eine halbe Stunde und meditiere dann. Das tut mir total gut, weil ich einfach merke, wow, dann komme ich einfach so bei mir selber an und check so mit mir selber ein, wo stehst du denn und wie geht's dir denn heute? Und das macht mich so ein bisschen ruhiger, um einfach zu schauen, was der Tag mir so bringt. Ja, ich nehme mir auch im Grunde genommen immer wieder Zeit, in diesen Raum zu kommen. Das heißt so schön, die Leute sollen ja zu Hause bleiben. Ne? Mhm. Und wo ist dieses Zuhause? Ja. Wenn man das so nur im Äußeren sucht, dann landet man ganz schnell, glaube ich, in Schwierigkeiten. Und ich verbinde mich eigentlich immer wieder mit diesem inneren Raum. Und dann für einen Moment hält dann dieser ganze Wahnsinn, der da gerade passiert, und die ganze, was über die Medien. Und ich schaue einmal Nachrichten am Tag und ansonsten versuche ich mich ein bisschen davon zu distanzieren, habe aber auch gar nicht die Zeit, weil eben andere Dinge im Vordergrund stehen. Ja, und die Therapeuten, das wollt ihr bestimmt auch wissen, also denen geht es allen gut, die sind alle gesund, und einige geben Online-Sitzungen und einige arbeiten in ihren Schrebergärten und nutzen die Zeit auch gut für sich, und
Anando habt ihr vielleicht auf Facebook gesehen, hat so Grounding-Übungen gemacht und Vira wird eventuell bald Yoga auch über Zoom machen, sind wir am Überlegen. Ne? Und das ist das andere Projekt, an dem wir arbeiten, ne? Dass wir beabsichtigen, wenn es eben geht, am Sonntag bereits den Satsang, der morgens ja immer um 9.30 Uhr in der Buddha-Halle stattfindet, über die Medien, dass der gestreamt werden kann und dass die Community sozusagen über das Internet diese eine Stunde gemeinsam verbringen kann. Die Musiker werden in der Buddha-Halle sein und wir werden das von der Buddha-Halle aus streamen. Das ist zumindest die Absicht. Müsst ihr vielleicht mal im nachgucken in der Website, wie das genau funktioniert. Genau, und auch über Facebook und Instagram werden wir das auch bekannt geben, weil wenn wir das hinkriegen, wir versuchen gerade die Technik dafür auf die Reihe zu kriegen. Ja, und wir melden uns einfach nächste Woche wieder. Und, ja, also da kommt ein Thema, ist der, ich hatte das ja schon im letzten Abschnitt gesagt, dass quasi das finanziell Osho's Place ist zu, es hat keine Einnahmen, Uta ist zu, das sind natürlich große Ausfälle und wir sind damit beschäftigt, quasi dafür zu sorgen, dass die Liquidität erhalten bleibt. Und in dem Kontext machen wir dann die ganzen Anträge und die ganzen Verbindungen mit den Banken. Und es ist aber auch so, dass uns Leute wirklich gefragt haben, braucht ihr finanzielle Unterstützung? Wir wollen euch helfen. Wir wollen, dass das UTA weiter existiert. Da kam also ganz viel Aufmunterung und auch Teilnahme entgegen. Und wir sind dabei, sowas abzusetzen, dass wir über ein bestimmtes Internetportal dafür sorgen werden, dass es easy sein wird, eine Spende an das UTA zu machen. Es geht aber auch so, dass wir, wenn jemand in der Lage ist, Kredite zu geben uns, dass wir über die persönliche Verbindung uns mit Leuten zusammensetzen. Das sind Kredite, die abgesichert werden können über zum Beispiel die Immobilie, die ja uns gehört und die im Laufe der vielen Jahre, wo wir die Mieten gezahlt haben, sozusagen nicht ganz, aber fast abbezahlt worden ist und wir hier also Ressourcen haben, die wir nutzen wollen, um auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass das UTA gut wieder starten kann bzw. gut weitergehen kann. Und da ist ein Danke an alle die sozusagen schon nachgefragt haben. Es sind auch Leute, die schon auf das UTA-Konto einfach Geld überwiesen haben und gesagt haben, das ist für euch und für eure Arbeit, oder auch Leute, die Buchungen zurückgenommen haben und die Anzahlungen dann nicht zurückgefordert haben und gesagt haben, nein, wir wissen, ihr braucht das Geld und haben uns das zur Verfügung gestellt. Und das wollen wir jetzt ein bisschen so gestalten, dass das einfacher ist. Einige Leute wissen nicht genau, wie sie das machen können. Und da werdet ihr sicher in der nächsten Zeit von uns mehr hören. Ja, weil ihr werdet gebraucht. Sonst wird es sehr, sehr, sehr eng für uns. Und wir melden uns nächste Woche. Okay. Okay, ihr Lieben, dann. Ja, bis das nächste ist der, Woche, der neue Gruß. Der neue alte Gruß. Genau. Diese Gewohnheit, Namaste, die Hände zu reichen, das ist wirklich unglaublich. Ich vergesse es immer wieder. Dann an euch, lasst es euch gut gehen, wo immer ihr seid, und bleibt gesund. Bleibt gesund. Sodass wir uns auch wiedersehen können und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es hier mit dem UTA weitergeht. Alles Liebe. Okay. Ciao, ciao. Ciao.